Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Piratenfraktion erteile ich nun noch einmal Herrn Kollegen Schulz das Wort, verbunden mit der Bitte, Herr Kollege, auf die nur noch kärglich vorhandene Redezeit zu achten. Bitte schön. Also rechnen Sie mit einer Minute. Da ist schon Bonus drin. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Eine wunderbare Vorstellung. Eins kann man nur sagen, die Vorschläge, die Herr Kollege Witzel gerade mal angedeutet hat, hatte ich im Haushalt- und Finanzausschuss von Seiten der Piratenfraktion etwas konkretisiert. Das Gesetz kostet das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr 166 Millionen, im nächsten 340 Millionen und insgesamt ab 2014 410 Millionen Euro pro Jahr, nämlich genau auf die Gruppen verteilt, die hier bedacht werden, also bis A12. Sie hängen A13 und weitere komplett ab. Das wird Ihnen beim Verfassungsgericht um die Ohren fliegen. Das haben die Sachverständigen gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass wir 1:1 übernehmen müssen, um gerecht zu sein. Frau Ministerpräsidentin, Herr Finanzminister, Sie haben noch wenige Minuten Zeit als Landesregierung, diesen Gesetzentwurf zurückzuziehen. Tun Sie dieses nicht, werden Sie sich ab heute Nachmittag den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass die Sozialdemokratie Soziales und Gerechtigkeit ab der Besoldungsgruppe A13 nicht mehr sieht. Das wird Ihnen sicherlich ein Dankeschön von deutlich über 150.000 Beamtinnen und Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen, deren Familien und Angehörigen massiv um die Ohren fliegen und garantiert nicht nur beim Verfassungsgericht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter.